Wo mittlerweile der Verkehr Richtung Süden fließt, herrschte am 14. September Stillstand. Noch war dieses Stück A14 bei Dolle im Norden Sachsen-Anhalts mehr Parkplatz als Verkehrsweg. Alles wartete auf die große Eröffnung und damit auch auf Andreas Scheuer, den Bundesverkehrsminister. Er war zu einem freudigen Anlass an den Rand der Altmark gereist, den er uns kurz zusammenfasst. A14, ganz gute Bilanz. Bis hierher 8,5 Kilometer, 92 Millionen, nächster Schritt, damit ein Drittel der Gesamtmaßnahme fertig. Das Teilstück der A14 zwischen Kolbitz und Tangerhütte war es, weswegen nicht nur Andreas Scheuer, sondern auch zahlreiche engagierte Bürger und Verbände und natürlich Landesverkehrsminister Thomas Wehbel angereist waren. Vom Lückenschluss nach Norden sind damit 14 Kilometer Autobahn in Sachsen-Anhalt fertig und befahrbar. Die restlichen knapp 83 sollen schnellstmöglich folgen. Dafür hat Minister Scheuer auch 700 Millionen Euro aus Berlin versprochen, die gut investiert sind. Eines ist nämlich mehr als deutlich: Die Bürger der Altmark wollen diese Autobahn. Hier die Menschen haben ja einen Verein gegründet, der für eine Infrastruktur ist. Wir kennen ja sonst nur Vereine, die gegen etwas sind. Aber hier ist der Verein Buster 14 mit der IAK und vielen anderen Unternehmen immer bei uns gewesen, an unserer Seite gestanden und hat dafür gesorgt, dass wir doch den einen oder anderen überzeugen konnten, eine oder andere Klage hier nicht gegen die A14 durchzuführen. Der Einsatz hat sich also gelohnt und so konnte ein weiteres Stück Autobahn seiner Nutzung übergeben werden. Die Führung durfte auch hier der Bundesminister übernehmen. Machen wir es ein bisschen höher. Schön, dass man Schwarzrock voll zieht. Lassen wir uns schön Zeit und dann 3, 2, 1, gute Fahrt. Standesgemäß wurde die neue Strecke gleich eingeweiht. Angeführt von Thomas Wehbel nutzte der Corso die neue Freiheit und fuhr das neue Teilstück bis Kolbitz ab. Da das Thema A14 aber nicht in Dolle endet, ging es unter anderem für Sachsen-Anhalts Verkehrsminister in den Norden des Landes und noch etwas weiter. In der alten Ölmühle Wittenberge war zum A14-Dialog geladen worden, initiiert durch die Industrie- und Handelskammern Magdeburg und Potsdam sowie die Wirtschaftsinitiative Westprignitz. Dieser Blick über die Landesgrenze ist wichtig, denn die A14 hat auch außerhalb Sachsen-Anhalts eine große Bedeutung. Die A14 ist eine wunderbare Verbindung zwischen Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Für uns ist sie wichtig, weil sie die Prignitz verbindet, nicht nur mit den beiden Ländern, sondern natürlich insgesamt dort eine Möglichkeit gibt, über die Autobahn schnell in andere Regionen zu kommen. Und das ist wichtig für die Wirtschaft. Im Beisein vom Magdeburger IAK-Vizepräsident Adolf Faese, Vizepräsidentin Ramona Miedl und ihrer Potsdamer Amtskollegin Bärbel Rönke sprach der Minister über die anstehenden Baumaßnahmen. Eine davon ist die Errichtung einer Autobahnbrücke bei Wittenberge. Sie wird das anspruchsvollste Teilstück im Bereich Brandenburgs und soll als solches nicht für Verzögerungen sorgen. Der Spatenstich ist deswegen eventuell noch für dieses Jahr angesetzt. Die Fertigstellung, so wünscht es sich Thomas Wehbel, soll dann hoffentlich mit dem geplanten Abschluss aller Teilstücke in Sachsen-Anhalt 2025 zusammenfallen. Und spätestens dann stehen die nächsten Aufgaben an. Nichtsdestotrotz wissen wir immer noch, dass die B190N natürlich auch ein großes Problem ist, dass sie noch fehlt und dass sie dringend fertiggestellt werden müsste. Und was wir als junge Wirtschaft natürlich ganz besonders sehen, ist, dass nicht nur das Straßenverkehrsnetz gemacht werden muss, sondern dass wir auch die digitale Autobahn unbedingt hier verstärkt in den Fokus nehmen müssen.